Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern beim Newsletter Nummer 68. Es geht diesmal mal wieder um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja nicht zuletzt auch eine Frage von glaubwürdiger Werbung. Und wir freuen uns ganz riesig, dass wir dieses Mal in diesem Newsletter das erste Mal drei Videos von unseren Kunden vorstellen können, die selber beschreiben, wie die Zusammenarbeit mit den Möbelmachern so war. Was ja das Schöne an dem Thema ist, da brennt ja nichts an. Aber das zeigte natürlich auch, wie super nett das Verhältnis einfach war. Und der Hauptgrund der Zusammenarbeit und der Hauptgrund, warum wir hier mit Möbeln aus Massivholz arbeiten, ist natürlich auch der nachhaltige Anspruch, mit dem Marmot im Markt sich präsentiert. wir sind in diesem Jahr wieder auf der Herzburger Gewerbeschau, freuen uns schon drauf. Und wir brauchen natürlich wieder jede Menge Tische und Stühle. Und wenn wir das geschickt anstellen, könnten wir Ihre ja bauen. Und Sie leihen uns die aus für die Gewerbeschau und wir bedanken uns dafür mit einer gewissen Leihgebühr. Müssten wir nur schnell machen, denn ja, viel Zeit bleibt bis dahin nicht mehr. Es muss ja auch noch gebaut werden. Wir haben auch in diesem Jahr wieder Jori-Aktionen, also unsere Polstermöbel. Es gibt zwei günstige Sofas, es gibt einen günstigen Sessel. Schauen Sie mal rein, da können Sie Probe besitzen. Nachhaltig einrichten heißt für uns nicht nur, dass wir die Möbel ausschließlich aus Massivholz und mit biologischen Oberflächen bauen, sondern auch, dass wir uns um die Weiterverwertung derselben kümmern. So ist zum Beispiel gerade eine Küche übrig, die durch Umzug frei wird, die sicher relativ günstig erworben werden kann, eine Möbelmacherküche. Und wir tauschen natürlich häufig Küchen aus. Und so eine Küche, die wir austauschen, also nicht von den Möbelmachern, die verschenken wir dann sogar. Im Moment also haben wir eine Küche zu verschenken. Wir freuen uns darüber, dass der Nürnberger Tropenholzskandal endlich beendet ist. In Nürnberg werden Bänke, die Parkbänke aus Eiche gebaut. Sie kommen zwar aus Schwaben, aber die genauen Zusammenhänge erklärt Michael Müller, der, ja, sicher auch der war vom Initiativkreis Holz aus der Frankenalb, der die ganze Sache so ins Laufen brachte, dass wir in Nürnberg kein Tropenholz auf den Parkbänken haben. Natürlich waren wir wieder auf der Kölner Möbelmesse für Sie. Es geht ja darum, dass wir Bescheid wissen, was es am Markt gibt, vom Polstermöbel, von den Küchengeräten. Alles, was Sie bei uns kaufen können, soll natürlich auch so kompetent beraten werden und dazu müssen wir auch die Neuigkeiten kennen. Wir haben fünf Artikel darüber im Blog zusammengefasst, über die Links im Newsletter können Sie die alle erreichen. Tja, dann haben wir noch ein paar ganz kleine Sonderangebote. Wir haben ein 1 Meter breites ProNatura-Bettsystem übrig. Wir haben die neuen Miele Kaffeeautomaten, also die Standgeräte. Davon können Sie günstig zwei haben. Und wir empfehlen Ihnen auch ein kleines Video von Alexander Göttlicher, der das Flachhund mit uns auf der Consumenta zubereitet hat. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Frühling und wir würden uns freuen, wenn Sie mal wieder bei uns reinschauen. Festen Cappuccino oder ein Gläschen köstlichen Schaumwein ist eigentlich fast immer Zeit. Noch eine schöne Zeit. Tschüss.